Hallo, wir sind wieder in Super Fantasy Kingdom. Das Spiel macht einfach so einen Spaß. Wir gucken jetzt. Oh, wir können weiterspielen, das ist ja geil. Wir können da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sollen wir direkt probieren. Wir werden jetzt gucken, wie weit wir mit der Demo schaffen zu spielen. Also wie weit man die Demo spielen lässt. So. Wo waren wir? Ein Ritter hatten wir. Genau. Was kostet der jetzt? 16 Steine. Können wir 16 Steine schon? Können wir nicht. Wir brauchen Gold. Goldmine. Stein und Holz. Hier sind zwei. Hier ist gar keiner. Bretter. Zu benötigen wir Bretter. Mal schnell einen Überblick verschaffen hier. Holz brauchen wir gerade nicht. Hier Weizen. Wir können doch hier dann gleich ein Weizenfeld hinstellen, dann haben wir Weizen. Da kommen wir noch nicht hin, da auch nicht. Kosten die denn hier um 18 und 23. Okay. So, wir benötigen Nahrung, haben wir 5, 3 Leute, 2 müssen wir bedienen. Jetzt haben wir Holz hergestellt. Hier brauchen wir Stein und Gold. Ah, Goldmine brauchen wir 2 Bretter. Okay, dann können sie erstmal die 2 Bretter herstellen und danach werden wir wieder Steine sammeln. Und dann können die ja jetzt hier schon noch raus, der liefert gerade Holz dahin. Da kommt ein Brett, dann können die da raus. 2 hier rein, 2 hier rein. Momentan brauchen wir keinen für Nahrung. Kommen wohl Angreifer. Links oben kommen welche. Hier ist einer. Gucken, wie stellen wir die hin? Was war er denn? Elbling. Wie viel hat er? 18, 10. Unserer 13, unser Held. Hat aber auch einen größeren Radius. Den kurz hier rüber, weil jetzt von links welche kommen. So, wir haben hier Goldmine. Kommt da einer rein. Hier ein raus. Da ein rein. Dann sammeln wir schön weiter Steine. Und auch Holz. Goldklumpen. So. Und können wir auch dann Holz weiter sammeln lassen, damit wir bald dann nach dem Upgrade 16 sammeln können. Für noch ein Haus. Hier darüber. Gucken, ob wir das hinbekommen. So, hier brauchen wir 5. Wir wollen das Gold einsammeln. Oh. Gut, haben wir noch hinbekommen. Sieht ja noch gut aus. Das Spiel macht wirklich Spaß. So, morgen müssen wir einmal einen in die Taverne schicken, zum Nahrung sammeln. Okay, jetzt haben wir 4 Ruhm, das ist schon mal gut.
Sachen aufgelevelt? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Oh, da kommt wer. Hey. Verkaufe deine Ressourcen. Ah, für Goldbarren. Ja gut, wir haben davon jetzt gar nichts. Ah, der geht auch direkt wieder. Ja, also man kann nicht erst noch ein bisschen sammeln. So. Hier ein raus, da ein rein. Einfach Nahrung sammeln. Und hier 5 brauchen wir. So. Jetzt haben wir 2. Upgraden. Jetzt können wir Holz weiter sammeln. Als nächstes brauchen wir Goldbarren. Wo stellen wir die denn her? Ah, hier Erz zu barren. 9 Steine, 2 Goldklumpen. Okay. Stall, Friedhof. Belagerungsmaschinen. Wir haben 2 Plätze. Dann bauen wir uns einmal so eine Belagerungskaserne. Und einmal die Schmelzhütte. Müssen wir gucken. Wir brauchen dann Bretter. Holz haben wir, dann gehen wir hier rein und machen wir aus dem Holz ein paar Bretterchen. Obwohl gut wäre ja natürlich auch. Wir lassen den jetzt das eine Bretter machen. Erstmal hier wieder rein. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz für noch ein Haus. Das ist wohl erstmal wichtiger. So ein Holz. So ein Haus sammeln, damit wir überall wen drin haben können. So, ist die Positionierung noch gut? Ja. 16 Steine brauchen wir. Aber wenn die überleben, leveln die auch wieder. Oh, er ist Level 2. Also er ist aufgestiegen die Nacht. Er hat 0 von 4. Ja. Er hier. Auch Level 2. Und unser Held. Auch Level 2. Okay. Oh, jetzt wird es wieder Abend. Oh, leben noch sehr viele. Oh. Ticket in a small area plus 50. Schaden mit voller Rüstung. Das trifft nur auf 2 zu. Aber schneller angreifen und zweimal mehr Rüstung ist besser. Wir sind ja noch am Anfang. Ist erstmal mehr Rüstung schon gut. So. Morgen dann auf jeden Fall das Haus als erstes bauen. Oh, wir müssten 3 Runen kriegen. Können wir überspringen? Diesmal levelt ja keiner. Das war der Held, ne? Genau. I can't do that. Ja gut, das haben wir noch nicht. Hätten wir bestimmt wieder diesen Priester genommen. Und warte mal, nee, Todespriester ist ein anderer. Der hat einen grünen Stab. Wir hatten letztes Mal einen mit einem blauen Stab. So. 5 für jeden Feld.
So, bekomme Weizen eingesammelt. Hier, dann können wir den bekommen. Der steht jetzt hier. Mal gucken, ob der uns hilft. So. Wir brauchen Holz. Da ist keiner drin. Hier. Kann mal raus, kann mal damit rein. Hier Nahrung lassen wir. Wir müssen erstmal irgendwie hinkriegen, ein Haus zu bauen. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben nur 4 Felder. Hinten kann ja keiner stehen, haben sie uns gesagt. Also schon, aber dann greifen die nicht mit an. Da müssen wir jetzt mal schauen irgendwie. So, macht den Leuten jetzt aber keinen Schaden. Oder? Er blendet die. Muss ja irgendwas bringen. So, wir haben 12 Brett, Holz. Echt müssen wir den beiden mal die Plätze tauschen. Die Tage vergehen aber schnell. Oh nein, der Priester ist verwundet. Niederlage? Warum? Die zwei leben nur noch. Dann ist der Held gestorben. Okay. Können wir mit den Münzen irgendwas machen? Schaden. Leben. Schild. Magische Verteidigung. Physische. Fit. Ein größerer Radius. ...5% schneller. Und was denn am Anfang jetzt erstmal gut? Hätte 20% mehr Schätze am Ende des Runs pro Rang. Aber dann machen wir das einmal. Von Effekten Abklingzeit. Projektile, aber der hat doch ein Schwert. Ist ja kein Projektil. Dann erhöhen wir sein Schild. Irgendwas. Das kostet alles 32. Gut. So, dann gucken wir jetzt mal, wir nehmen jetzt hier erstmal. Ah nee, das Gold ist jetzt weg. Okay. So. Ja, erst Taverne. Holzfäller. Da erstmal einen rein. Da einen rein. So. So. Hm. Können wir gleich erstmal schnell ein Haus bauen. Am besten so schnell wie möglich auch den Ritter schon bekommen oder so. Damit wir den über Nacht leveln können. Brauchen jetzt erstmal 4 Holz schnell. Jetzt haben wir 3.
und weil der Esel da oder das Pferd zurück ist. Pack 4. So. Da einen rein. Dann können wir nochmal eine Nahrung sammeln. Drei Steine zum Erhöhen. Den Tag noch die 4 zusammen, ja. Los, schnell, wir brauchen den einen Stein da. Los, 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 los. Oh nein, wo ist der Esel? Mach doch. Ah, die sind drin. Schade, ein Stein fehlt. Hätte man den Ritter direkt am ersten Tag kaufen können. Hier gibt es jetzt nichts Interessantes. Oh. Oh, was bietet der Alt uns diesmal an? Oh, wieder den blauen. Da wissen wir ja, macht die schönen Kettenblitze. Schamane. Tank. Magisch. Infanterie. Ne, wir nehmen mal lieber. Jetzt hätten wir noch den Buff-Bonus für nasse Feinde. Ach, regnet. Oh. Kosten ja 2 Gold. Wir können den hier kaufen, so. 4 Nahrung reicht. Und Holz, von Holz geht nicht. 3 Steine. Jetzt mal schnell Steine sammeln. Oh, ein Stein noch. Oh. Jetzt Lager erhöhen. Sägemühle dann hin. So. Na, warte, wir holen uns erst noch ein zweites Haus. Und dann holen wir uns die Sägemühle. Haben wir nämlich einen Arbeiter mehr. Nee, jetzt macht keiner. Oh, ist zu spät abends, macht keiner mehr das Holz. Wir kaufen uns dann auch hier die Felder, die uns einen Boost am Anfang geben. Weil wir noch Gold haben. Da ein bisschen reininvestieren. Wie viele sind gestorben? 16, okay, ein Ruhm. Zack. Aus. 3, 2. Als nächstes hier
Die Sägemühle. Das hier können wir ja auch mal machen, ne? Da muss bestimmt einer Bäume pflanzen und einer fällen. Das brauchen wir jetzt mal gar nicht. Stein wird verbessert. Straßen und Häuser mit Stein. Kostet dann 4 Goldbarren. Aber das kann man ja mal probieren, ob das noch mit in der Demo drin ist. Ist auch sehr entspannt, das Spiel. Macht sehr viel Spaß, ist entspannt. So. Wir brauchen 5, war das, ne? Weizen, ja, Weizen brauchen wir jetzt gar nicht. Ab 5 brauchen wir. Und immer wenn der König in einem Gebäude ist, gibt es ein bisschen Boost. Produktion. Sägemühle. Wo ziehen wir jetzt einen ab? Wir machen mal bei Stein einen weg. Hier einen rein. 8. Upgraden. So, dann haben wir unseren Ritter direkt mal abgegradet. Mal gucken. Hier so stehen lassen. Morgen muss einer hier rein. Ganz wichtig. Dass wir wieder Nahrung sammeln. Was haben wir noch geschafft gerade? Das überspringen wir jetzt. Also 3. Hier ist ein 2 drin. Kann da einer raus und hier noch rein. Ein Brett haben wir gebrauchen. Goldmine, 2 Bretter, 3 Steine. Brauchen wir ja auch für das nächste Burg-Upgrade. Aber auch gut, die Musik weist einen auch immer darauf hin, wenn man angegriffen wird. Also wenn wieder Gegner kommen. Goldmine. Gold. Ja, der kann weg und da rein. Wir müssen jetzt nämlich der hier kann auch weg und hier rein. Wir brauchen nämlich Stein, haben wir das Gold erstmal ganz dringend, damit wir auf upgraden können auf ein neues Haus. Es schneit, das ist ja cool. Gibt nicht nur Regen, gibt auch Schnee. Die Gegner sind blau. Weil so kalt ist. Ja, der Magier ist echt gut. Stellen wir den nach vorne. Nochmal bauen. Eigentlich ist ja auch, ob wir den Bereich, den wir am Anfang
One on One erhöhen, der nur für den Helden zählt. Oder ob der auch für die anderen mitzählt dann. Der Magier ist aufgelevelt. Richtig gut. Der Ritter auch. Oh, das ist doch schön. Beide. Aber warte, das können wir uns auch wieder nicht leisten. Was denn? Will dann diesmal von uns. Ja, 9 können wir noch nicht mal sammeln. Und 2 Gold haben wir jetzt auch noch nicht. Aber wir stellen uns das, die Goldbarren einfach selber her. Oh, da sind 2 drin, hier ist einer. Dann müsste der sein. Nee, hier ist noch einer. Wir brauchen jetzt irgendwie das Gold. Los, Esel, sammel das Gold ein. Wir müssen mal gucken. Weizenfarm. Windmühle. Also Belagerungskasernen hört sich ja natürlich sehr cool an. Und das mit diesen Ställen. Wir könnten ja 6 Weizen bekommen. Also dann brauchen wir hier das eine Feld. Immer mehr Träger. Aber wir können dann die Belagerungskaserne nicht bauen. Und wir brauchen die Schmelzhütte, sonst kommen wir nicht weiter. Ja, da ist das andere Feld. Also Schmelzhütte brauchen wir auf jeden Fall. Dann könnten wir noch ein Gebäude bauen. Aber mit Belagerungsmaschinen könnten wir vielleicht länger durchhalten. Oder Portal, bekommen mehr Einheiten. Dann können wir hier bestimmt mehr als 4 hinstellen. Oder? Wir können auch erstmal in diesem One vielleicht die Belagerungskaserne probieren. So, ein Goldklumpen. Ein zweiter Goldklumpen. So, aufgewertet. Also, wir brauchen die Schmelze. 2 und 9 Steine. Und 5 Bretter. Also was? 2 Gold, 9 Steine. So. Brauchen als erstes wieder ein Haus. Das kostet jetzt Gold. Also Goldbarren. 2 haben wir. 2 würden reichen, aber wir müssen ja dann noch weiter sammeln, um es einzuschmelzen. Vielleicht erstmal alle Holz fällen lassen. Ja, so geht eigentlich schon. Dauert jetzt zwar ein bisschen. Was sind schon wieder so viele Gegner? Und wir sind noch nicht stärker geworden. Es regnet, aber wir haben diesen Blitzeffekt ja noch nicht für Regen. Mehr Rüstung und schneller angreifen. Jetzt müssen wir mal darauf achten. Wurde der Magier einmal getroffen?
Gnade der Held, weil dann bekommen wir weniger Ruhm. Also gestorben ist zum Glück keiner. Drei Brüche, oh Gott, dreimal wurden wir getroffen. Das ist ja gar nicht gut. So, nur Level 1 und hier auch, genau, gut. Ja, können wir uns jetzt bestimmt wieder nicht leisten. Ja, wie soll man das so schnell produzieren können? Geht doch nur, wenn wir hier diese ganzen Felder alle haben. Ah, hier, geh mal da raus, mach mal lieber Holz. Und hier du auch, mach mal Holz. Auch eine Hütte. Weizen starten bringt nur was für die Upgrades. Aber dass sie im Schnee blau sind, ist auch cool. Sammelt doch Holz. Und da war noch kein... Warte mal, können wir mal gucken. 50, 20, 25. Also hier ist bestimmt nur ein kleines Feld. Weil hier nicht genug Platz ist. Ja gut, die hier hinten sind viel zu teuer. Aber 25 könnte irgendwie hier irgendwie ein großes Feld sein. Sehr, sehr gut. Also wenn wir bis 25 Ruhm überleben, wäre das schon nice. Da sollen wir mal gucken. Das irgendwie hinkriegen. Hier, ob das so, ob die so gut stehen. Darauf achten, wenn der hier irgendwie Leben verliert. Der ist ja letztes Mal, der war ja einfach tot. So, mal gucken. Holz, wir bauen eine Hütte. Erhöhte Produktivität. Erhöhte Laufgeschwindigkeit. Aber wir brauchen erstmal einen Arbeiter. Dann können wir hier dann. Oh, warte mal, wir können das noch bauen. Warte. Schmelzhütte. So. Hier kommt erstmal einer raus. Der geht da rein. Wir brauchen nämlich 5. Eine Holz haben wir gar nicht, dann... Na, 2 drin bleiben, Nahrung haben wir genug. Oh, generiert was, aber wofür? Laufgeschwindigkeit wäre natürlich sehr gut. Dann machen wir, glaube ich, Laufgeschwindigkeit. Produktivität geht ja. Aber die Laufgeschwindigkeit, das wäre natürlich super. Und ist jetzt die Sache, holen wir uns als nächstes dann hier hinten Lagerungskaserne oder Stall? Ah. Ja, Einheit. Ja. Wir wissen ja nicht, ob hier wirklich ein großes Feld ist. Dann wäre als erstes Belagerungsmaschinen, um bis dahin durchzuhalten, bestimmt gut. Oh, schon wieder so viele Gegner. Was gut geht. Oh, der Ritter wurde getroffen. Die Rüstung war fast sofort komplett weg. Einem Schlag 80% Rüstung weg. War gar nicht gut.
Kriegen wir wieder ein bisschen weniger Ruhm. Mal gucken. Boah, 4-mal getroffen. Auch gar nicht gut. Also in 2 Tagen leveln die erst. Schneidertag, -20%. Ach du, minus Laufgeschwindigkeit gibt das. Oh, alle sind beschäftigt. Nehmen wir hier einen raus, da einen rein. Jetzt. Ach, der Goblin King. Oh, ich weiß nicht. Na gut, der greift von da hinten an. Oh, der, gut, der Blitz trifft. Also der Magier. Das geht. Ja, das können die mal machen da. Also, wir haben jetzt 5 Bretter mehr brauchen wir nicht. Warte, wo? Bretter, Bretter, Bretter. Belagerungsmaschinen. So. Ja, witzig, dass wir das gebaut haben. Wir können von hier hinten aus angreifen. Erfordert Mauern. Hier. Gut, das war jetzt verschwendeter Platz momentan. Brauchen wir dann jetzt? Ah, da kann man eh keinen reinschicken. Das ist nicht schlimm. So, da ist einer, da ist einer. 3 und 6 Steine. 6 Steine haben wir. Da raus, da rein. Gar nicht gut. Holz kann weg und Stein muss wieder rein. So. Arbeiter, Sonnenuntergang, ach nee. Der lebt immer noch. Noch gerade so geschafft. So. Hungriger Schild plus 25. Angriff für 5 Sekunden nach dem Blocken eines Angriffs. Plus 100% bei dem Mönch und Angriff gegen Verspott. Plus 50% Angriff für Magier, also für in diesem Symbol und für ne, warte, für Magier mit Schild. Haben wir ja dann gar nicht. Erst Angriff und Schild. Unser Magier hat gar kein Schild. Und ist nicht mal ein Magier. Also als Magier gekennzeichnet. Dann nehmen wir das. Gut, mit der Belohnung hatten wir jetzt nicht so viel Glück. Ja, die gehen ja schon daheim. So. 2-mal wird gegessen. Haben wir noch 4. Brauchen wir morgen noch keinen losschicken. Gut, das war nur der Goblin King. Was, wie viel Ruhm gibt er eigentlich? Ist er nur einer, also den wir getötet haben. Cool, gar keinen. So. Warum ist hier eigentlich ein X? X markiert die Stelle. Hm. Hier ist auch eins. Stimmt, muss man da auf ein Event warten oder sowas. Verbessere zukünftig once mit einem Orb anzufangen. Also die hier bestimmen wir. Ja, stimmt, heißt das Orb.
So. Morgen muss wieder einer hier losgehen. Ausbauen. Mauern. Boah, wir haben Mauern, das ist ja. Ein Platz für Einheiten. Zwei Plätze für eine. 20, warte mal, 20 geht doch gar nicht. 20 sammeln? 32 können wir jetzt sammeln. Da kommt jetzt hier einer für Laufgeschwindigkeit hin. Aber sowas von. Ja, warte. Wir brauchen schon wieder Arbeiter. Warte mal. Also Goldbarren benötigen wir zurzeit nicht. Weil das kostet Golderz. Dann kann hier weg. Golderz. Nur zwei frei. Und da einer rein. Bretter. Brauchen wir zurzeit Bretter. Ja, hier brauchen wir Bretter. Werden wir den Katapult bauen. Das ist teuer. Da ist einer drin. Au. Okay. Oh, jetzt greifen mir diese Mini-Dinos wieder an. Ich frage mich, ob die Mauer jetzt ohne was überhaupt bringt. Da sind dann immer noch vier Plätze. Oh, unser Held hat kassiert und unser Ritter auch. Oh, das sieht ja mit dem Ruhm schon wieder schlecht aus. Mal so 10 Bretter 1. Da ist einer drin. Hier nicht. Oh, wir bräuchten ja doch lieber erst ein Haus anstatt Laufgeschwindigkeit. Was hat das hier kostet? 20 und 25. Oh. Kosten das nächste Haus. Oh, 32 Holz. Oh. 32. Ja, dann müssen wir erst Laufgeschwindigkeit erhöhen. Fehlen uns jetzt natürlich zwei Steine und ein Gold. So. Aber morgen müssen wir hier einen abziehen und hier in die Taverne packen. Falls wir überleben. Oh nein, der Magier ist draufgegangen. Oh, warte, unser Held geht auch gleich drauf. ...23? 18, oh Gott, können wir gar nicht brauchen. Ehren? Brauchen wir nun gar nicht. Weizen. Holz. Aber 68, wir behalten glaube ich erstmal 68. Erz. Stein. Aber im Erzanfang wäre auch cool. Weizen. Also hier unten ist nur Weizen. Hier war noch Gold. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Wir können den auch für 16 Steine gleich erstmal upgraden. Haben wir auch noch nicht gemacht. Und den Magier. Das war mit Gold. Ach. Oh ja.
Okay, Level up. Ja, nicht, weil er gestorben war. Ist das die Hexe, die wir so gesucht haben am Anfang? Ja, Hexe. Erstmals umsonst. Boah, er kriegt 50 Meter Radius oder plus 50% Schaden auf. Das ist der Gegner, aber so oft regnet es ja nun nicht. Boah, ja, wir nehmen 50 Meter Radius. Ja, super, jetzt regnet, war ja klar. Minus 10. Also Regen hat auch Minuseffekte. 16 und was hat der gekostet? 2. Was gab denn das jetzt? Jetzt ab du. Oh, 3 Tage, also 3 Ziele gleichzeitig. So, wir müssen irgendwo einen rausnehmen. In die Taverne stecken. Der kann mit seinen Brettern dann auch mal langsam aufhören. Ja, Bretter reichen 10. Irgendwo habe ich doch 20 gelesen. Ein Platz für Einheiten. Jetzt Steine. Da liegt Holz. Es gibt besondere Orte in der Welt, an denen zufällige Ereignisse auftreten können. Diese können kostenlose Ressourcen, Relikte, Besucher oder von ihnen blockierte Monster sein. Sie sind mit einem roten X markiert. Du solltest sicherstellen, dass du diese Orte regelmäßig freiräumst. Die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse steigt, wenn mehr von ihnen frei sind. Oh, cool. Das hat uns ein Holz gegeben. Warum steht hier eigentlich 1? Warte mal, wieso haben wir 2 freie Arbeiter? Wir haben immer noch... Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Wir haben 5 Arbeiter. 1, 2, 4, 6. Das geht doch gar nicht. Raus. Müsste das ja aufgehen. Und dann doppelter Schild und Giftimmunität für Einheiten mit Schild. Oder schneller angreifen und 3-mal mehr Schild. Aber 2-mal reicht eigentlich auch, ne? Weil sieht ja schon wieder nicht so gut aus hier. Wir haben noch seinen Radius erhöht von dem Ritter hier. Ah, alle 5 Sekunden. Okay. Aber unser Held bekommt andauernd auf die Mütze. Oh Gott, sind hier viele. Warte mal, können wir eigentlich auch... Auf die Mauern geht gar keiner zurzeit, schade. Fehlt ein Gold. Hätte ich schon gern mal gebaut. Unser Ritter macht gut Schaden. Aber die kriegen halt ab und zu auch einen drauf. Unser Magier darf nicht wieder sterben. Kriegen wir wieder so fast gar keinen Ruhm. Mit jedem Versuch werden die Monster einfach stärker. Also wir sind jetzt ein bisschen weiter, aber wir haben viel weniger Ruhm.
Mal gucken, ob wir noch kurz rummachen. 80 Gegner waren es. Okay. So schön. So, er steigt jetzt auf. Plus 2, das hat es jetzt gebracht. Ja. Okay, okay. So, was kostet denn hier sein nächstes Level? 6. Bei 32. Holz ist doch. Ah, da lag jetzt Holz. Wieder. Hier nicht. Okay. 25, warte, das heißt, wir können. Ein Stein, ja. Deines? 25? Ein Stein? Ein großes. Mehr Einheiten oder? Oh. Wie meint er das? Hier vorne, das wäre sehr gut. Oder mehr Träger. Nee, warte mal. Wir brauchen das hierfür erstmal. So. Ach, sieht man, hat das Ding keinen Radius? Nein. Alle 5 Sekunden 10 Meter. Stelle ist die Frage, ne? Portal oder Stelle? Wir könnten ja Stelle nehmen. Wenn wir die Burg hier aufrüsten, können wir da ja einen reinstellen. Einer drinnen, da ist einer drinnen. Brauchen wir gar keinen. 2 und 1. Und das? Ah, das sind 10 Meter. Nee, der Einschlagradius ist 10 Meter. Wie ist der denn hin, sag mal. Sag bloß, man muss das Ding drehen oder irgendwie so. Das denn drehen? Warte, nicht so. Ja, der schießt jetzt nur nach rechts. Wo den denn? Oh. Geht denn das? Ja, seltsam. Also falls ihr das wisst, oder ob das jetzt komischer Zufall ist, dass er nur auch rechts schießt, sind das viele Gegner. Oh, ist aber gar nicht gut. Der Kettenblitzmagier ist super. Und den hätten wir schon längst verloren. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier. Ja, wir brauchen 16 Steine. Da sind 2 drinne. Da ist eine. Oh, hier, warte, wir haben 6. Die kann erstmal aus. Und hier noch mit rein. Weil die gehen ja gleich wieder nach Hause. Ach, die sind schon nach Hause gegangen. Gibt aber. Warum auch immer. Oh. Oh.
wenn ich den da hinstelle, schießt er dann bis hier. Oh nee, oh, oh Gott, nee, der. Ah, er hat sich gedreht. Nieder, oh nein. Warum ist denn der Held jetzt auf einmal wieder gestorben? Aber wieso? 155 Münzen. Und wir hatten das erste Mal eine Mauer. So. Können wir doch jetzt hier. Den kann man ja nicht unlocken. Okay. Frechheit? Wie das denn? So. Noch mehr Schätze. Also wir sind ja schon irgendwie gierig. So, Abkühlzeit. Verringere die Abklingzeit um 2,5%. Reichweite. Ja, die Frage reicht. Also das ist sein generelles Schild. Das ist die physische Verteidigung. Schaden erhöhen. Ja, warte, dann machen wir das da. Schaden erhöhen. Los. Reichweite kann man zweimal machen. Fläche. Die laufen kann bestimmt, ne? Und Reichweite, die er schlagen kann oder die er kommt. Verteidigung. Schild. Ah. Leben erhöhen. Schwierig, schwierig. Mach mal Reichweite und dann Verteidigung. Ja gut. Wir können Schild noch erhöhen oder Fläche. Wir machen mal hier. So. Oh ja, schon gut viel geschafft hier. Und wir müssten jetzt ein klein bisschen mehr Geld wieder am Ende bekommen. So. Taverne. Haus. Bäume. Steinbruch, brauchen wir jetzt Holz. Wir haben drei Arbeiter. Zwei direkt hier rein, einen da rein. Und los geht's. Mal gucken, ob wir jetzt dann. Also man kommt ja immer ein klein bisschen schneller voran. Gut, wir haben jetzt ihn einfach nur stärker gemacht. Hier. Bei Holz. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, hat das Katapult super viel gebracht? Auf jeden Fall holen wir uns dann gleich dieses andere, das Portal. Mal. Weil das hat sich ja schon gut angehört. So. Dann nehmen wir da einen raus und da einen rein. Also hier auf dem X ist nichts. Und hier auch nicht, okay. Ich kann ja generell mal ein Stück nach vorne stellen. Haben wir eigentlich irgendein. Achso, das haben. Hm? Oh, am ersten Tag ist Wege nicht freigeschaltet. Oder man muss einen Ruhm haben. Wege freizuschalten. Hier Holz haben wir gut. Zwei Steine haben wir auch. Super. Können die direkt weiter sammeln. Fünf Nahrung haben wir. Kann die weg. Eine.
Bei 8 bauen wir ein Haus. Und direkt Gold bekommen. Vielleicht ist auch besser erst Mauern upgraden, so dass da Leute rein können. Oh, das können wir erstmal direkt überspringen. Oh, was gibt er uns heute? Protector of mankind. Mal gucken. Oh, schon wieder. Oder nehmen wir mal so einen Zyklopen. Schaden. Acker, na komm. Oh Gott, hier. Was meinen die mit dem Hut? Weil er ein Magier ist, aber wurde ja hier so nicht verdeutlicht. Hier steht ja mal Angriffswert und ob er Schild hat oder nicht. Wir können Dinosaurier nehmen? Tank? Nahkampf? Infanterie? Tank ist natürlich jetzt mal gut. Aber ein Dinosaurier, ob der... Tank, aber hält der viel aus? Aber mehr Schaden austeilen ist natürlich... Nehmen wir den Zyklopen. So hin. So, was? Sägemühle. Wir hätten vielleicht erst das Haus bauen sollen, aber naja. Bein bekommen. Mit den X'en hier ist echt cool. Warte mal, wir können ja... Bauen jetzt nichts mehr. Oh, warte mal. Hier Steine, was gibt es denn noch so? Komm, eine Banane. Ein Bibol. Erhöht die Schwierigkeit um ein? Ja, warum soll man sich jetzt freiwillig am Anfang noch schwerer machen? Zufälliges Relikt, ein Gefängnis. Gott, wir lassen das Feld, glaube ich, erstmal frei. Gefängnis, eine zufällige Einheit. Wiederbelebung, das würde bedeuten, die bekommen, können trotzdem leveln. Oder nicht? So, wir haben 5 Nahrung, das geht. Wir brauchen ein Haus, ein Haus, ein Haus. 3 und 3. Goldmine. Brauchen wir 2 Bretter für. Was braucht man denn für einen Stall? 5 Weizen und 5 Holz. Ich glaube, wir machen das mal am Anfang. Das könnte einem jetzt gut helfen. Dann können wir uns nachher das Portal nicht bauen. Oder die Belagerungsmaschinen nicht. Ich glaube, wir machen mal hier mehr Träger. Müssen wir dann bestimmt auch kaufen. Warte mal, Weizen. Oh ja, hier, guck mal, da brauchen wir 5 Stück für. Gut, das geht noch nicht. Aber das werden wir jetzt am Anfang mal testen. Oh, der Zyklop ist ja direkt auf ihn draufgesprungen. Also er macht Sprungangriff. Das ist ja cool. Was kostet denn zum Upgraden? Auch Goldbarren. Okay. 8, wir können ein Haus bauen. Am besten hier in der Nähe. So. Dann gehen wir da rein. Machen wir Bretter. Den kaufen. Einstellen. Nee, warte, der hat weniger Angriff als der Zyklop. Wir machen das mal so. Oh, ist gut. Weil hier, dann müssen morgen einer hier raus und hier rein. Ja.
ein Spiel so viel Spaß machen kann. Es strengt nicht an. Es ist super gemütlich, aber muss schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen gucken hier so. Echt ein schönes Spiel, muss ich sagen. So. In Ruhm, yay. Ich brauche auch nicht, wie ist das schon wieder passiert? Kann nicht wahr sein. Was ist denn passiert? Also am besten müssen wir direkt den... Der levelt jetzt ein bisschen. Die Goldbarren bekommen. Was ist denn sein zweites Level? Steht das? Ah ja, gut. Wissen wir nicht. Gut, er greift auch nicht häufig an, ne? Alle 3,5 Sekunden. Mal hier muss jetzt erstmal einer raus und da rein. Wir brauchen nämlich immer 2 Nahrung täglich. Ein Brett, Beine. Könnten wir auch direkt upgraden, weil wir 8 Steine haben. Wir können ja 8 lagern. Was kosten die Goldmine? Ja, die machen wir hier hinten hin. Die können wir schon bauen. Ah, oder upgraden wir jetzt erst den... Fragen über Fragen. So, was kostet ein Stall? 5 Holz, 5 Weizen. Ah, mit Ruhm sieht jetzt mal ganz schlecht aus. Wir warten jetzt auf den 8. Stein. Kann der hier raus? Und rein. Holz, Steine. So. Dann machen wir jetzt als nächstes die Goldmine. Macht die aber auch direkt mit einem Angriff platt. Zwei Bretter haben wir. Steine. Stall können wir nicht, da wir 5 Ruhm brauchen. Macht ernsthaft schon wieder. Oh, nee. Wir brauchen einen zweiten Esel, der tragen hilft. Wir machen ja gefühlt hier einen halben Tag auch nichts. Oh Gott, der Ritter wurde schon wieder getroffen. Oh, ist nicht wahr. Kriegen wir wieder keinen Ruhm. Oh. Och nö, jetzt läuft aber auch nicht. Nein, oh nein. Oh Gott, haben wir den noch bekommen, den Stein? Super. Wir haben einen Ruhm bekommen. Wow. Gut, morgen leveln sie. So, wir brauchen... Ach, jetzt haben wir auf einmal den Stein. Wo können wir einen abziehen? Ich brauche auch schon wieder ein Haus. Ja, hier kommen wir, packen die alle jetzt da rein. Ah, ja gut, okay. Geht gar nicht. Und warte mal, hier. So. Wo geht das? Das scheint echt nur relativ oft hier unten auf dem X was zu erscheinen, hier oben gar nicht. Dann kommt man bestimmt auch irgendwann super schnell zu diesen 500 hier. Starten wir mit noch einem Dorfbewohner am Anfang. Weil jetzt können die erstmal hier auf 2 Gold brauchen wir, damit wir das upgraden können hier. Bald Holz voll ist, nehmen wir den raus und... Oh Gott. Der ist auch gleich voll.
Beine ist voll. Unser Held hat gerade gelevelt, also hier die Leiste war voll. Weil der Zyklop ist witzig. Der macht auch Flächenschaden. Oh ja, also unser Ritter, was ist denn da jetzt kaputt? Er kriegt andauernd auf die Mütze. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Oh nee, der Zyklop. Oh, dann levelt der jetzt nicht. Also echt, die Feinde werden immer stärker. Wir bekommen immer weniger Ruhm. Ah, gar keinen Ruhm. Super. 7 Durchbrüche. Der ist überhaupt nicht gut. Der Zyklop. Wir müssen 7-mal getroffen worden sein. Ja, was können wir uns jetzt nicht leisten? Ein Goldbarren. 3 Holz. Oh, von mir aus. Können wir ruhig mal machen. Aber wir brauchen mal lieber hier einen, der es von hier nach hier trägt. Wir kommen überhaupt nicht auf diese 5 Ruhm. So. Dann da einer raus und hier wieder rein. Ja, dann machen wir als nächstes hier 16. Naja. Haben wir das nicht schon gemacht? Doch, einen Stern hat er. Der kostet 2, ne? Ja. 2 Goldbarren. Müssen wir erstmal wieder auf 16 Holz sparen. Ja, komm, hier, der kann raus. Geht auch rein. Gut, der Klub hat auch kein Schild. Wenn der getroffen wird, verliert er ja direkt Leben. Aber ein Bruch zählt auch halt Rüstung. Also ein Treffer ist ein Bruch. Egal ob am Leben oder an der Rüstung. So weit vorne. Ja, wir sind gleich mausetot. Ja, was ist denn jetzt kaputt? Ja, das Gold können wir auch für nichts ausgeben gerade. Also der Zyklop war nicht so die Idee. Beide, ja, alle drei sind tot. Was war das denn jetzt? Aber haben wir den doch jetzt hier extra aufgelevelt? Die Dauer von Effekten. Projektile, das ergibt doch bei dem gar keinen Sinn.
Das hier verstehe ich nicht. Also das, man kann sich jetzt hier mit dem hier absichtlich schwerer machen. Am Anfang ja noch gar nicht so gut ist. Ja, trinken alles so teuer hier. Okay. Power von Effekten und Geschwindigkeit, ja. Er hat ja keine Projektile. Und Effekte hat er ja so gesehen auch nicht. Sammeln wir das Gold mal wieder. I've trained my whole life for this moment. Seltsam jetzt hier. So. Hier einer rein, da einer rein. Und dann warten wir auf Holz. Na, das ist ja jetzt seltsam. Ja, auf jeden Fall nehmen wir nicht den Zyklopen nochmal. Wir haben schon so viele Plätze freigeschaltet und jetzt irgendwie war einmal ganz schön schwer. So. Ja, aber wenn es jetzt immer schwerer wird, kommen wir auch nicht auf diesen Ruhm für den Weizen. Ja. Einfach mal gucken. Brauchen wir jetzt schon wieder Gold? Wofür wir Bretter brauchen. Wir kriegen jetzt auch die vier Steine nicht mehr voll, also bevor die nach Hause gehen. Arbeiter gehen heim. Super. Also wir konnten wieder nicht den hier kaufen. Wird ja wohl möglich sein, den irgendwie am ersten Tag schon zu bekommen. Stimmt, durch hier, durch die Felder. Ja, er hat schon wieder kassiert. Kann ja wohl nicht wahr sein. So machen wir den eigentlich stärker. Ja, super. Null. Yay. Oh, wir bekommen trotzdem einen Ruhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was hat er? So, Schamane und Todespriester hatten wir noch nicht. Unterstützung. Denkt magisch. Aber wenn der uns heilt, bringt ja nun jetzt gar nichts, oder? Ja gut, wir können ihn ja einmal spielen. Aber bringen tut er gar nichts. Mhm. Sein Radius hier ist doch auch... Ja, wir können ja schon wieder nur 8 sammeln. Ja, uns fehlen so die Arbeiter.
Also Stein oder Holz müsste ich jetzt einen rausnehmen. Holz wäre aber doof, weil wir aus Holz die Bretter machen müssen. Zumindest zwei. Ja, müssen wir so machen. Geht ja nicht anders. Also das mit dem Ruhm wird, also wird immer schlimmer. Also Nahrung haben wir für 2 Tage. Gold, cool. Wir brauchen 2. War ja klar. Ja, bei 6. Kann der was anderes machen? Dann wieder Steine sammeln. Aber es lag wieder hier unten, was nicht hier oben. Bin schon wieder angegriffen. Würden die Tage kürzer werden? Der König chillt hier mit seinem Hund erstmal an der Küste. So. Da raus, da rein. Goldmine. Haben wir auch keine Arbeit dafür. Oh. Wir brauchen 3 Steine, 2 Gold. Was war das? Das ist der Todesmagier hier. Schamane. Warte, wie heißt er? Todespriester. Ist ja ein cooler Attacke. Also. Wir brauchen trotzdem einen, der da rein. Ja. Naja, das können wir auch morgen machen. Die machen jetzt sowieso nichts mehr. Wer weiß, ob wir rumbekommen? Auch cool, wenn das Spiel schwieriger wird. Also es kann einem auch nur so vorkommen. Aber wir sind ja am Anfang, haben wir gut die Wege geschafft zu bauen und durchgehalten. Aber jetzt wird ja schon schwer überhaupt zu überleben. Morgen. Ah, wir brauchen eigentlich auch, morgen einen, der hier kann erstmal raus, da ist alles drin. Ah. Brauchen ein Gold unbedingt, um das hier aufzuleveln, damit wir wieder ausbauen können.
Was hat 2 Gold und 6 Steine? Also wenn wir irgendwann zu 5 rumkommen sollten, holen wir uns das Weizenfeld. Damit wir hier noch einen Esel dazu bekommen. Den wir bestimmt auch erst kaufen müssen. Weil bei den Belagerungswaffen war das ja auch so. Da mussten wir erst noch irgendwas für sammeln. Nächster Schritt wäre die Schmelze. Wir können die jetzt bauen. Ohne die Mauer. Das wäre natürlich auch genial. Dann bauen wir die hier hinten wieder. Trotzdem brauchen wir jetzt 16 Holz für ein Haus. Und morgen muss den hier raus und packen den da schon mal rein. Morgen aus Mine in die Taverne. Wir haben schon wieder kassiert, also keine Ahnung. Irgendwie läuft jetzt nicht. Ja, der Ritter ist gleich mausetot. Gerade so überlebt. Leveln sie jetzt ein. Und der andere ja auch. Oh, plus 4. Okay. Ah, okay. Das haben wir alles nicht. Ein Holz fehlt. Mist. So. 5 Holz. Weiterer Träger 0. Cool. Ja, super. Der erste kostet 0, der zweite kostet 8. Egal, jetzt haben wir 2. Das ist schon mal gut. Brauchen wir noch Schmelzhütte. 9 Stein und 2 Gold. Das heißt, hier kann der raus. Da sind 2 drinne. Einmal hier rein. Müssen wir jetzt erstmal Holz sammeln. Wir brauchen echt noch einen Arbeiter. Was kostet eigentlich der hier? 2 Gold und 6 Steine. Da rein.
So. Mal gucken, wie das heute läuft. Bei 8 Schweine werden wir den erstmal upgraden. Ach, die gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sein Radius ist aber auch nicht so. Ja, von hier hinten greift er ja nicht an. Wieder? Was? Warum stirbt denn der Held jetzt in einer Tour? Den haben wir noch stärker gemacht. Ich sterbe ja immer früher. Sein. So, es ist doch jetzt der Wurm drin. A warrior's true glory is to die in battle. So, Taverne. Okay, so jetzt mal. Also jetzt ist ja der Wurm drin hier. Umso stärker wir ihn machen, umso schneller stirbt er. Bringt auch ernsthaft nur einen Punkt, ihn stärker zu machen. Gut, greifen sie wieder an. Hier Nahrung haben wir schon, hier Holz auch. Machen wir dann als erstes das mit dieser Produktivität. Aber wir brauchen ja auch Häuser. Stein werden wir wieder nicht vier zusammenkriegen. Der Ritter ist auch irgendwie gar nicht so gut. Aber warum unser Held jetzt immer stirbt? 50 Meter. Ein Stein, bevor sie nach Hause gehen. Das kriegen die wieder nicht hin. Ja. Siege übrige Monster. Das heißt, sie gehen wieder nach Hause. Jo. Fehlt wieder ein Stein. Als erstes kaufen mit dem Gold jetzt hier, dass wir irgendwie noch einen Stein mehr kriegen am Anfang. Ein Holz. Ein Erz. Ah, ein Stein, 34 Gold. Das machen wir als erstes. Es fehlt immer ein Stein. Gut, der hat bestimmt wieder kassiert. Mal gucken, was er jetzt hat. Ja, Werwolf, der war ja grottenschlecht. Halbling, naja, so gut war der jetzt auch nicht. Der hat zwar gut weit geschossen. Wir nehmen halt wieder den Blitzmagier hier.
So. So. Den kaufen. Einstellen. Einmal lassen wir sie noch eine Mahlzeit sammeln, also einmal Beeren. Können sie auch hier erstmal Steine sammeln. Oh, was ist da? Heute Nacht anzugreifen. Was ist denn das? Aber eigentlich können wir das ruhig mal machen. Wir haben ja jetzt schon drei, auch wenn die alle Level 1 sind. Dann sehen wir ja, vielleicht gibt das irgendwie eine Belohnung oder sowas. Wegen dem Platzieren muss man auch nochmal sehen, irgendwie. Nicht leicht. Warum macht? Ist er gut vorne schon angreifen kann? Ich bin mal gespannt, was das für ein Monster ist. Und ob wir es besiegen können. Das sind die. Oh Gott, das sind aber viele. Oh. Cool, gibt es jetzt irgendwie eine extra Belohnung? Oder sind es dann einfach nur mehr besiegte Monster? Bin mal gespannt. Ah, okay, es sind einfach mehr besiegte Monster dann scheinbar. Gut, morgen könnten... Ne, warte, gar nicht wahr. Zweimal noch. Okay. Zweimal müssen die noch, dann können sie aufleveln. Bogenschütze. Ja, dann brauchen wir drei Nahrung jeden Tag. Ja. Könnte man ja mal testen. Der Bogenschütze irgendwie hier noch dazu hilft. Nehmen wir den am besten jetzt. Dann kann der heute Nacht auch leveln. Ja, krass, wo schießt er denn hin? Acht Holz, okay. Weizen, Goldmine. Sägemühle. Machen wir 5 Holz für. Kriegen wir heute bestimmt nicht mehr zusammen. So. Wo zum Henker schießt er denn hin? Der trifft überhaupt nicht.
Der einzig Blinde im Königreich ist der Bogenschütze. Wer macht denn den Blinden zum Bogenschützen? Null Brüche, okay. Das ist ja mal interessant. So, die beiden leveln morgen und der hier. In 3 Tagen. Solange wir Bretter herstellen, sollten wir auch 2 Holzfäller lassen. Und man muss mal überlegen, ob man das hier mal macht. Weil so weit müssen die ja nur noch nicht laufen. Der Mauskurs ist 8, ne? Okay. Was kostet hier immer 6 Weizen. Wir brauchten für den Stall 5 Holz. Gut, machen wir erst. Ja, das machen wir als erstes. Rausnehmen, da einen reinpacken. Und jetzt dann, wenn wir das abgegradet haben hier, das nächste Haus bauen. 16 können wir nämlich, ja, nicht lagern. Hier brauchen wir auch 16, dann hier bestimmt auch nochmal 8. Ah ja, das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben erst den Stall gemacht. Echt, der trifft ja überhaupt nicht. Oh Gott, er hat versehentlich getroffen. Naja, gut. Irgendwann, also auf dem Schlachtfeld stehst, irgendwann wirst du auch, selbst wenn du blind bist, treffen. Oder sein Level muss sehr hoch sein, damit er halt gut trifft. Ja, random irgendwo hin. Einmal schießen. Weiß, was seine passive Fähigkeit ist. Weniger daneben schießen oder so. So, wir haben ein bisschen Gold gesammelt. Das heißt, mit einem Stein mehr anfangen. Danke. Wollen uns jetzt lieber hier die Felder hier drin erstmal. Mit dem Gold, das wir sammeln. Starten wir ja direkt mit mehr Ressourcen jedes Mal. Das scheint momentan sinnvoller zu sein, wie den Helden aufzuleveln. Oh, einer hat gefehlt. So, die leveln jetzt heute. Level 2. Hier und der Magier auch. Sehr wenig. Ach, haben wir doch wieder nicht. Noch eben alles ausgegeben. Ja gut, das machen wir. Was machen wir? Also jedes X ist wieder leer. Hier. Biere. Eine Biere. Sammeln wir noch, genau. Hier auch.
War zurzeit nicht. Hier und hier. Drei Steine. Wir machen mal so. Sonst gibt ja unser ganzes Holz wieder hier für Bretter auf. Wir brauchen das Holz jetzt erstmal lieber, um ein Haus zu bauen. Und dann einmal, um den abzugraden und den Ritter mit rein. Weil da brauchen wir 16 und 16 können wir nicht sammeln. Für 16 fehlt uns ein Stein. Natürlich, wenn er die so weit hier hinten trifft. Aber mal gucken, dass hier nicht irgendwo Gold rumliegt. Der schießt nämlich ganz schön weit. Der trifft nicht, aber weit schießen tut er halt. So, sobald es dunkel wird, müssen wir echt drauf achten hier. Six hit in a small area. Das 50% Angriff für Unit mit vollem. Ja gut, das trifft ja schon wieder nur auf 2 zu. Also alle schneller angreifen. Weil die wieder rot werden, also ausrasten, weil es dunkel wird, müssen wir aufpassen. Das ist schwer zu erkennen, weil wir ja gerade ein Upgrade bekommen haben. Ja, der Magier hat kassiert. Weil solange die nicht sterben, leveln die ja weiter. Die Nahrung können wir eigentlich sammeln. Oh, egal. Und Bier 20, okay. Aber Nahrung ist egal. Vier Ruhm werden wir kriegen. Hm, es bleibt bei 4 Ruhm. Cool. So. Der Bogen. Ah, der ist der Armbrustschütze. Dann ist er noch schlimmer, dass er nicht trifft. Also er hat den Wertschild. Oh. Gott, was können wir uns von dem schon wieder nicht leisten? There are too many. Haben wir noch nicht. Skelett hatten wir noch nicht. Aber bringt uns jetzt ja noch nichts. So, jetzt können wir mehr sammeln. Da ist raus, gut. Da ist einer drin, da auch. Und hier, gut. Wir brauchen nämlich jetzt erstmal Holz. 16 Holz für ein Haus, 16 Holz für den Armbrustschützen und 16... Steine für den Ritter. Und hier in dem Taverne lassen wir ruhig drinnen, weil wir ja 3 Mahlzeiten jeden Tag benötigen. Wir brauchen Holzbretter für die Belagerungseinheiten. Hm. Bekommen mehr Einheiten. Das weiß ich jetzt noch nicht. Er meint bestimmt, wir kriegen hier mehr wie 4, aber brauchen, also sie müssen wir uns ja auch irgendwo holen können. Wir warten nur, dass wir uns hier die Schmelze. Oh Gott, wir brauchen echt. Okay, das braucht Gold. Goldbarren können wir noch gar nicht. Jetzt nur mal gucken, ob wir das vielleicht hinkriegen. Das war Goldbarren. Für bessere Straßen. Dann erhöht bestimmt die Laufgeschwindigkeit und alles. Aber die sind ja dann bestimmt nicht dauerhaft abgegradet.
sondern nur wieder für den One. So. 7. Maximal 16, ja, dann können wir ja ruhig weiter sammeln da. Brauchen wir denn hier jetzt eigentlich? Goldbarren. Oh nein, den Magier hat's erwischt. Cool, den Ritter noch nicht, okay. Man könnte sich auch fragen, wo der Armbrustschütze hinschießt, wenn da keine Gegner sind. Also der Magier levelt nicht, das heißt, wir kriegen auch schon wieder weniger Ruhm. Aber wie viel weniger? Oh, 2 weniger. Er hat 10% mehr Zeit bei Regen, aber ist 10% langsamer. Nimmt dich also nicht wirklich was. Oh ja, wir 16 Holz zusammen haben für ein Haus. Ah, mal das hier jetzt. Auf Geschwindigkeit. Das hier weiß ich überhaupt nicht. Was bringt das? Generiert Wasser. Wofür? Aus Wasser kann man später Bier brauen, aber das hier auch so ist. Ja, Goblin King. Mit einem Armbrustschützen, wenn ich drücke. Ja, im Ernst, es könnte auch einfach hinter ihm einer stehen, der sagt, schieß nach rechts. Ein Stück weiter nach rechts. So irgendwie. Magier mal vorne stehen lassen, dann geht das auch schneller. Wir brauchen unbedingt 16 Holz. Ja, da kann er erstmal raus. Brauchen wir nicht noch mehr Goldnuggets. Sechs Münzen. Okay. 100% gegen Verspott. Plus 1 maximale Treffer anwendbar für den Armbrustschützen. Maximale Treffer. Wir nehmen jetzt hier, es regnet so oft. Wir nehmen jetzt was mit dem Schock. Jetzt wissen wir ja, dass der Magier das kann. Und dass das einen Effekt auf ihn hat. Was machen die da eigentlich noch? Oh, das wird hier oben auch angezeigt. Ich jetzt zum ersten Mal. Also gleich nochmal angucken, ob da auch was beisteht. Ja, es gibt ja wieder keinen Ruhm. Morgen levelt der. Einen Tag später. Und der auch in 2 Tagen erst. Wie? So, steht da was? Ah, cool, man kann es anklicken. Das ist ja cool.
Also heute regnet es noch, heute ist das gut. Wir benötigen einen Hau. Gucken, hier auf den X'en ist nichts. Mich natürlich, wenn wir hier einen Weg hinbauen. Der sieht ja aus, als würde er da leben, also als wäre er friedlich. Na, kommen wir eh noch nicht. Jetzt kommen die Mini-Dinos zum Teil. Was, hier war nicht mal ein Gegner beim Blitz. Oder ist nein, hier cool, ist gewittert. Ist nicht nur Regen, ist gewittert sogar. Mit dem Schock scheint aber nicht so wirklich zu funktionieren. Wir können nur ein Haus bauen. Nächste würde 32 kosten. Geologe. Wir bestimmt neues Stein finden und so. Könnten das beides machen. Und später erst. Ist hier zweite Fähigkeit des Ritters freischalten. Aber warte, was kostet, was hier kostet? Gold. Mauern verbessert alle Einheiten. Warum, wie viel? Jäger sammelt Tiere, Schmelze, 9 Steine. Wir haben jetzt ein. So. Wir machen das beides hier. Testen das jetzt mal. Oh, man kann das nochmal machen. Goldbarren. So. Ohne Schmelze. 9 und 2, okay. Schon wieder viel zu nah nach vorne. Aber wird erstmal einmal getauscht. Bin mal gespannt, wie das jetzt ist mit diesen beiden Upgrades für Produktivität und Laufgeschwindigkeit. Der Ritter hat schon wieder kassiert. Oh, ja, ist nicht wahr. Ein Hit und die sind tot. Ja. Was zum, die sind gleich alle tot. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Erz. Ein Holz, ein Holz, ein Holz, ein Holz. Braucht man nicht. Eine Beere brauchen wir auch nicht. Wie viel kriegen wir denn hier? Weizen? 3 Stück werden wir kriegen. Bringt nicht wirklich was, weil wir 5 brauchen. Können wir einen Weg bauen? Nein, können wir nicht. 18. 23. 50 würde hier unten kosten. Keine Ahnung, warum die jetzt alle sterben auf einmal. Es regnet, wir haben das Upgrade und trotzdem sind alle tot. Hier haben wir alle Felder gekauft. Hier auch. Hier ist nur Weizen. Aber bald tot. So, dann verbessern wir dann jetzt einmal kurz. 110.
nicht hier. Wir machen das mit dieser Fläche. Oh, von Effekten. Projektile. Hier steht auch nicht die Crit-Chance, wie viel. Und es ist auch fraglich, ist das für alle? Wie das mal mit der Crit-Chance. Und würde ich sagen, spielen wir das nächste Mal weiter. Wir haben jetzt ja wieder aufgelevelt. Und sollte das erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt auch wieder viel Spaß beim Spiel. Und gucken wir mal, ob wir nächstes Mal noch weiterkommen. Wir haben ja bisschen wieder was freigeschaltet und am Anfang haben wir jetzt auch wieder mehr Ressourcen alles. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.